Herzlich willkommen bei Apps im Unterricht. Heute Audioboom. Du möchtest oder sollst vielleicht für den Unterricht eine Audioaufnahme machen? Mit der App Audioboom ist das gar nicht so schwer. Wie das funktioniert, erkläre ich dir heute hier. Zunächst einmal musst du natürlich die App auf dein Handy herunterladen, sodass auf dem Bildschirm das Symbol von Audioboom erscheint. Nun musst du dich nur noch anmelden, das heißt, du musst eine E-Mail-Adresse, einen Benutzernamen und ein Passwort wählen. Wenn du das erledigt hast, kann es auch schon losgehen. Klicke also auf das Symbol von Audioboom. Der Bildschirm, der nun erscheint, ändert sich jeden Tag ein bisschen. Das blaue Feld oben mit dem weißen Punkt auf der rechten Seite ist aber immer gleich. Tippe darauf, um zur Aufnahmefunktion zu gelangen. Jetzt bist du im Aufnahmebereich. Dieser sieht sehr viel übersichtlicher aus. Hier findest du wieder das blaue Feld mit dem weißen Punkt. Sobald du darauf klickst, beginnt die Aufnahme. Dass eine Aufnahme läuft, kannst du an dem Wellenprofil des Tons erkennen, aber auch hier oben an dem eingeblendeten Countdown. Dieser gibt dir immer Auskunft darüber, wie lange dir für die Aufnahme noch zur Verfügung steht. Insgesamt hast du 10 Minuten Aufnahmezeit. Du kannst den Ton an einem Stück oder in kleinen Häppchen aufnehmen. Indem du auf den weißen Punkt tippst, unterbrichst du die Aufnahme und ein neues Feld erscheint. Hier ist jetzt der eingeblendete Ton sichtbar. Mit den Fingern kannst du das Tonprofil vergrößern oder verkleinern. Wenn du es vergrößerst, kannst du gut bestimmen, an welchem Punkt du eine der beiden Markierungen setzen möchtest. Die Markierung mit dem Pfeil oben kennzeichnet den Beginn des Tons und die Markierung mit dem Pfeil hier unten kennzeichnet das Ende des Tons. Der Bereich zwischen den Markierungen ist der Bereich, den du später für deine Veröffentlichung nutzen kannst. Das heißt aber auch, dass der Teil, der davor oder dahinter liegt, ausgeschnitten wird. Das heißt, er wird gelöscht. Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten bietet das Programm nicht. Wir löschen und man sieht, das Tonprofil ist kleiner geworden. Wenn du eine Aufnahme fortsetzen möchtest, klickst du wieder auf den weißen Punkt. Jetzt fragt Audioboom dich, ob du deine Aufnahme vor oder hinter dem schon vorhandenen Ton ergänzen möchtest. Ich entscheide mich jetzt einmal dafür, die Aufnahme von eben einfach fortzusetzen und klicke deswegen auf End. Jetzt erscheint wieder das bekannte Aufnahmefeld mit dem Wellenprofil und der Einblendung der restlichen zur Verfügung stehenden Zeit. Wenn ich fertig mit der Aufnahme bin, beende ich diese, indem ich wieder auf den weißen Punkt klicke. So gelangst du wieder in das Bearbeitungsfeld. Bevor du dich entscheidest, ob du mit der Aufnahme zufrieden bist, hör sie dir noch einmal genau an. Das kannst du tun, indem du auf den weißen Pfeil klickst. Dass eine Aufnahme läuft, kannst du an dem Wellenprofil des Tons erkennen. Ein gelber Strich zeigt dir an, welche Stelle deines Tondokuments du gerade hörst. Auf diese Art und Weise kannst du auch die Stelle finden, die du vielleicht herausschneiden möchtest. Dazu musst du wieder die Markierungen setzen. Denke aber daran, dass der Teil zwischen den beiden Markierungen derjenige ist, der erhalten bleibt und alles andere im Papierkorb landet. Wenn du nun zufrieden bist, kannst du durch einen einfachen Klick auf die Wolke mit dem Pfeil deine Aufnahme für die Sicherung vorbereiten. Dazu musst du ihr zunächst einen Titel geben. Das Programm selbst wählt als Titel Datum und Uhrzeit der Aufnahme. Dir fällt aber bestimmt eine aussagekräftigere Überschrift ein. Dazu musst du zunächst die vorhandenen Daten löschen und dann eine gute Überschrift finden. Damit man sich etwas besser vorstellen kann, was sich hinter der Überschrift verbirgt, solltest du noch eine Beschreibung deiner Tonaufnahme ergänzen. Das passiert in dem darunterliegenden Feld. Jede Aufnahme muss einer Kategorie zugeordnet werden. Wenn du zum Beispiel eine Buchbesprechung machst, solltest du deine Aufnahme in die entsprechende Rubrik einordnen.
Zu einer Tonaufnahme gehört auch eine Art Cover, also ein Bild. Du kannst ein passendes Bild hinzufügen, indem du auf die grauen Berge hier klickst. Nun wählst du entweder ein Bild unter der Rubrik Dokumente aus deinem Speicher oder du machst ein Bild mit der Kamera. Natürlich musst du dabei die Urheberrechte beachten. Hast du alles ausgefüllt, kannst du deine Aufnahme entweder sofort veröffentlichen oder du kannst sie auch für eine spätere Bearbeitung speichern. Übrigens speichert Audioboom deine Aufnahme auch dann, wenn du dieses weiße Feld hier, in dem du die Überschrift und Kategorie eingibst, zuvor nicht ausgefüllt hast. Du findest die Aufnahme dann in dem Bereich Drafts wieder. Wir gehen jetzt mal auf Publish, also Veröffentlichen. Nachdem du deine Audioaufnahme veröffentlicht hast, gelangst du wieder zu dem Startbildschirm. Hier findest du neben dem Begriff Home drei weiße Balken. Damit öffnest du die Profilansicht. Hier kannst du im oberen Bereich sehen, welche Podcasts gerade Trends sind oder was du zuletzt mit der App angehört hast. Interessant ist aber für uns jetzt hier dieser untere Bereich. Unter der Rubrik Account findest du nämlich dein Audio wieder. Unter der Überschrift Post findest du die bereits geposteten, also veröffentlichten Audios. Und unter der Überschrift Drafts findest du die bisher unveröffentlichten Aufnahmen. Die Informationen zu den noch nicht veröffentlichten Audios kannst du bearbeiten oder die Audios komplett löschen, indem du hier auf die kleinen schwarzen Punkte klickst. So, das war's auch schon. Wie du mit der App Audioboom ein Tondokument aufnehmen und veröffentlichen kannst, weißt du jetzt. Es ist ganz einfach. Übrigens gibt es das Programm nicht nur als App, sondern auch als Browserversion. Diese Version ist ganz hilfreich, um einen QR-Code zu deinem Audio zu erstellen, damit man es später auch gut findet. Auf der Seite audioboom.com findest du das Programm auch im Internet. Hier kannst du dich mit dem Namen und dem Passwort, den du dir in der App gegeben hast, einloggen. Wenn du dich eingeloggt hast, siehst du oben rechts in der Ecke deinen Benutzernamen. Klicke darauf und öffne den Bereich Profile. Hier siehst du nun die Videos, die du bereits hochgeladen hast. Wenn du eines auswählst, kommst du in den Bereich, in dem du es bearbeiten kannst, was durch diesen kleinen Stift hier gekennzeichnet wird. Auf dieser Seite findest du nun mit dem QR-Code, der Überschrift und dem Coverbild alle wichtigen Informationen zu deinem Audio. Du kannst es einfach runterladen oder ausdrucken und so mit in den Unterricht bringen. Wir sind gespannt zu hören, was du produziert hast. Tschüss und bis bald.